Hallo und herzlich willkommen zurück bei Satisfactory mit dem Genitra. Hallihallo, wir fangen heute da an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Nein, du wolltest eigentlich den Lift starten. Ich wollte den Lift starten und du wolltest zusehen? Ja, ich wollte zusehen. Na gut. Ich lade. Lädst, ja, man sieht's. Wird geladen, es ist fertig geladen. Ich sende. Oh. Leuchtet ganz rot. Das geht schnell. Ich hab Prime. Mhm. Ui. Tschüss, Lift. Wie schieben wir wieder eigentlich die ganze Arbeit in den Hintern? Keine Ahnung. Fix it. Glaube ich. Ja, fix it. Schau mal auf Tab, das steht doch überall. Das ist die Firma, für die wir arbeiten. Ah ja, okay. Zahlen die gut? Ich habe keine Ahnung, ich hoffe. So, der Lift geht jetzt nicht weiter im Early Access. Zumindest nicht bis zum nächsten Update. Aber wir haben Stufe 5 und Stufe 6 freigeschalten. Das heißt, wir können jetzt lernen. Ölaufbereitung, industrielle Fertigung, Katerium-Elektronik, wir können lernen erweiterte Energieinfrastruktur, wir können das Jetpack und die Gasmaske lernen. Gasmaske wäre eine gute Idee. Ich bin gerade am überlegen, wollen wir nicht anfangen mit der Gas... Achso, nee, halt, halt. Schwere modulare Rahmen. Gibt es irgendwas, wo ich die nicht brauche? Fangen wir an mit der Ölaufbereitung, weil ich glaube, das haben wir alles. Okay. Ich gehe mal hoch und baue das für die schweren modularen Rahmen. Ja? Stopp. Dreh ich nochmal um und guck mal in die Forschung und such dir was Hübsches aus. Oh je. Was hat er denn da Schönes? Alternative, okay. Alternative modulare Rahmen. Oh. Fällt dir davon irgendwas? Ich habe gar nicht genau hingeguckt. Ich habe nur gesehen, es ist fertig. Okay. Dann nehme ich den alternativen modularen Rahmen, weil ich glaube, Stahlrohre haben wir recht schnell im Überfluss. So, dann können wir die Rahmen jetzt auch mit Stahlrohren herstellen. Die normalen. Apropos, ich habe da vorhin ein paar ins Inventar bekommen. Wohin gehörten die? Wo sind die Rahmen? Apropos Rahmen. Ja. Ich fällt da was anderes sagen. Was denn? Wir sollten mal das Förderband zur Befüllung des Elevators abbauen. Ja, dann mach das mal. Ah, dann ist es der Container, wo die Rahmen reinkommen. Okay. Hast du das weg? Noch nicht ganz. Jetzt sollte es weg sein. Gut. Du musst aber noch eine schöne Anzeige dahin machen, gell? Ja, genau. Na klar. So, damit er nicht weiter, damit er jetzt nicht auf dumme Gedanken kommt, kommen wir zu meinem heutigen Tagesprogramm, zum schweren modularen Rahmen. Ach du. Ach, den kann ich ja noch gar nicht bauen. Moment, da brauche ich ja vorher dieses Gerät, wo ich dann vier Sachen zusammentun kann. Das heißt, bevor ich den machen kann, brauchen wir die industrielle Fertigung. Oh. Machen wir es einfach mal so. Hast du schon befüllt? Ich bin gerade dabei. Okay. Oh. Hast du schon die 200.000 Kupferkabel? Nein. Oh, Motor. Das war die Drähte schon. Motor haben wir genug. Die Drähte, die Kabel fehlen auch noch. Ja, bin dabei. Ich hatte nur das reingetan, was ich... was du gerade im Inventar hattest. Ja. Hat. So, dann probieren. Sieht man auch mal, was ich alles mit mir rumstelle. Viel zu viel Müll.
ist, es sind zu wenig modulare Rahmen. Wir hätten doch noch mehr zusammenklüppeln sollen. Kann ich noch. Das ist nicht das Problem. Bin schon dabei. Bin gleich fertig. So, dann muss ich mir nachher anschauen, was ich für diesen Fabrikator brauche. Und dann kann ich die schweren modularen Rahmen auch bauen. Schickt mal los. Ja. Ja gut, so. Milestone reached. The manufacturer increases production complexity. A critical look at production line logistics and efficiency is recommended during integration. Mhm. The truck allows for increased efficiency in transportation, automated or otherwise. Okay. Der Fabrikator braucht mal... Oh Gott. Was braucht er da? Computer, okay. Ach du... Okay. Ich bin die nächsten 3 Tage beschäftigt. Ach, nicht so dreckig. Lass mich raten, das ist aus Eisen. Was? Was du da klöppeln willst. Nein. Nein? Sondern? Nö, es geht jetzt um die schweren modularen Rahmen. Die kann ich ja jetzt machen, aber jetzt habe ich einen Fabrikator. Mhm. Aber die sind aus Eisen. Ich bin ja erst dabei, einen Fabrikator zu bauen. So weit bin ich ja noch gar nicht. War ich für einen Computer? Moment mal. Brauche Computer. Computer haben wir 2 Stück schon mal hier. 2 haben wir? Mhm. Oh. In der persönlichen Aufbewahrungskiste, die standardmäßig im Hub drin ist. Ah. Dann muss ich mir nur noch einen irgendwo hier holen. So. Da können wir nachschauen. Was braucht denn ein Computer? Der braucht 5 Platinen und Platinen haben wir noch nicht gelernt. Es hat nichts gebracht, dass ich die Forschung vorzogen habe. Das ist voll gemein. Was ist gemein? Na, Platine kannst du noch nicht herstellen, oder? Computer kann ich herstellen. Und Kunststoff haben wir auch noch nicht. Ja, wir brauchen unbedingt die Ölproduktion vorher. Sonst kann ich keinen Fabrikator bauen. Ich habe das Gefühl, da fehlt uns Forschung für. Ja, ich habe jetzt den Fabrikator vorgezogen vor die Öldings und musste jetzt feststellen, das bringt nichts. Wir hätten das Öl ruhig vorher machen können. Ah ja. Ja. Jetzt haben wir ihn zwar, aber ich kann ihn nicht bauen, weil uns das Zeug dazu fehlt, was wir davor brauchen. Aber egal, ich kann es zumindest mal vorbereiten. Wir fassen zusammen, das kannst du also auch. Es ist schön, dass man die Gabel im Hintergrund hört. Ja, ich weiß, Gabi. Moment, ich arbeite dran. Nee, ich strafe ihn jetzt mit Ignoranz. Fertig. Ich immer den Kerl einfach. Das ist doch... Weil steht da so verlockend. Wenn selbst deine Frau sagt, du hast es verdient, Carsten. Die weiß, wovon sie redet. Meinst du? Ja, natürlich. Doch deine Frau. Okay. So, hast du nicht was zu arbeiten? Bin doch schon dabei.
Gut. Also wir können zwar das Endgerät dazu noch nicht bauen. Aber das davor. Wir brauchen auf jeden Fall Beams, wir brauchen Rohre, wir brauchen Schrauben. Okay, also die Kapsel kommt erst zurück in 7 Minuten. Ja, ja. Also wir brauchen ein paar Eisenbahnen, das ist halb so wild. Oder wir machen das anders. Moment mal. Ich hab da eine Idee. Wo kommen denn die Schrauben? Ich da irgendwo die Schrauben? Da unten sind die Schrauben. Okay. Ob ich die Schrauben überreden kann, da hochzukommen? Ach, mit einem Splitter kann ich sie sicher überreden. Dann bräuchte ich am besten da oben noch einen Mast drauf. Logistik. Oder Moment, wir machen das da drauf. Suchen uns dann hier. Gehen da. Gehen dann. Geht nicht, weil Förderband zu steil. Das ist Mist. Förderband zu steil. Das heißt, wir brauchen irgendwo eine Zwischenstation. Wie wär's, wenn wir die hier bauen? Oh Mann, ich wollte so schön ordentlich haben. Naja, gut. Beim nächsten Leben. Förderband zu steil kann gar nicht sein. Versucht von dem Splitter da hochzukommen, oder was? Ja. Okay. So. Naja, Schrauben haben wir mehr als genug. Sind wir doch mal ehrlich. Brauche ich nicht nochmal extra welche produzieren. Ich komme auch hoch, ich hab's gleich geschafft. Ja, haha. Danke. So, Schrauben habe ich oben. Gut. Dann können wir hier wieder dicht machen. Und zwar wieder mit einem... Nicht mit dem Fundament. Mit dem hier. So. Hier haben wir die Schrauben. Meines Wissens ist, glaube ich, die Schraubenkammer da unten eh schon voll, oder? Ja. Wobei, warum rennen diese Schrauben dann durch? Weil ich gerade welche rausgenommen habe. Ein Ach so, aber eigentlich Stück. Ist es voll. Ja, ja. Also von daher denke ich, es fällt nicht wirklich auf, wenn wir da Schrauben abzwacken. So, damit habe ich das erste Teil herum, das ich brauche. Das zweite Teil, das ich brauche, kann ich herstellen. Das dritte Teil kann ich auch herstellen. Das vierte Teil... Der vierte Teil ist das, was wir jetzt schon zu wenig haben. Das kann ich ja, da kann ich aber auch tricksen. Dafür bräuchte ich... Ach so. Dafür brauche ich noch einmal Schrauben. So, damit kommt hier mal weg. Nee, da bin ich an der falschen Stelle. Ich muss weiter nach vorne. Ungefähr hier. Nee, das ist auch falsch. Dann probieren wir es. Ja. Was ist denn die Wand, die ich suche? Ach, da hinten.
Jetzt könnte ich aber doch darüber ziehen. Hier mal die Dings herstellen. Eine Produktion für... Oben. Eine Produktion für... Wo kriege ich denn das schön hoch? Hier eventuell. Hier wäre es ideal. Nicht genügend Freiraum. Und was sagt der? Nicht genügend Freiraum. Was ist mir im Weg? Das ist mir im Weg. Stimmt das? Nicht genügend Freiraum, weil auch das hier im Weg wäre. So würde es aber gehen. Kannst du jetzt noch sagen, nicht genügend Freiraum? Moment, nicht mit mir. Ich will es hinten sehen. Umdrehen. Dann gehen wir mal darunter. Von hier. Ja, du hattest doch schon mal festgestellt, dass ich hier eine ganze Anlage habe, die ich noch nicht genutzt hatte, die ich mir ja schon aufgehoben habe. Mhm. Ich versuche die nur gerade nach oben zu bringen. Das ist, gar nicht mal so leicht, wie gedacht. Ach doch, da reicht viel, ja. Krieg und da mal da hoch, ja. Wenn ich das schaffe, dann schaffe ich doch auch das hier, oder? Ja. So, wie komme ich jetzt wieder hoch? Das weiß ich nicht. Warum habe ich noch keine Flügel? Weil wir die Dinger erst mal entwickeln müssen. Achso, da war was. Die Forschung eigentlich schon wieder da? Keine Ahnung, ich bin da oben nicht. Okay. Wo treibst denn du dich schon wieder rum? Oh. Ich sorge vor. Oje. Mit was sorgst du vor? Mit Platz. Sag mir jetzt nicht, du betonierst die ganze
natürlich nicht. Warum klingt es jetzt nach so, damit bin ich doch schon längst fertig? Nein, nein. Nicht das, was du willst. Steuern nicht genug, Freiraum und Boden zu steil. Okay, was willst du nicht noch alles? Oh ja. Wie schaut sie aus? Ja gut. Fundamente. Das hier. Das hier. Ja. Das Pferdeband ist zu steil. Mhm. Das kann doch gar nicht zu steil sein. Jetzt will man Eisenstangen. Kann man nicht hier oben irgendwo Eisenstangen? Moment mal. Nicht in irgendeiner Produktion Eisenstangen? Okay, wir haben übrigens... Oh! Nein, nicht darum, doch. Danke. Oben eine Kiste mit Statuen. Das heißt, die kann man sich notfalls von dort abholen. Die sind ja in der Motorproduktion drinnen. Alles klar. Da sammeln sie sich schon. Also da sind 80 drinnen, falls wir es je brauchen. Lass es jetzt gehen, liebes Spiel. Mob lieber in Carsten. Er braucht es. Was? Was? Du hast deine Tasche mal dabei. Wieso? Ich brauch so. Hmm.
Okay, dann reißen wir das auch noch ab und das hier. Na, endlich. Nur ich komme da nicht durch. Was denn endlich? Habe ich das dort, wo ich es hin möchte? Es hat sich da wieder etwas geziert. Moment. So, und damit man da weiterhin drüber gehen kann, muss ich zumindest hier... Wo waren denn die Wege? Da. So kann man zumindest vorbeigehen. Und da könnten wir jetzt noch mit Dings machen. Und fällt mir hier auch keiner runter. Was soll notfalls wer runterfallen, ist auch egal. Das da und das da verschieben wir dann aber. So, wir brauchen nämlich hier einen Lagercontainer. Da brauchen wir wieder beides. Aber es sollte kein Problem sein. Weil hier schießen die Rohre durch. Die Rotorenproduktion läuft so langsam. Vermutlich, weil ich sie da unten splitter. Ich muss mal schauen, was der Carsten macht. Wenn der so ruhig ist, dann ist das immer verdächtig. Mach ich mir immer Sorgen. Ich baue hier so ein bisschen rum. Kümmer du dich mal um dein Rotor. Sehe nicht. Wo ist der? Ach, da ist er. Okay. Okay, ich habe mir gedacht, der hat schon eine Platte über die ganze Schlucht drüber. So schlimm ist ja gar nicht. Ganz alles ganz anders. Ich nehme an, er bereitet da einfach nochmal Kohlekraftwerke vor. Nein. Oje. Sondern? Ich dachte, wir werden wahrscheinlich etwas Aufwand betreiben müssen, um nachher irgendwelche Computer herzustellen. Yep, Kunststoff und sonstigen Gedöns. Und da ich mir denke, dass das nur noch mehr Chaos verursacht da oben in unserem Gewühl, habe ich mir gedacht, machen wir das so. Wir haben doch kein Chaos. Also wir haben nur geordnetes Chaos, aber... Ich weiß, was du meinst. So langsam. Wohin marschiert eigentlich das Eisen da vorne? Macht Carsten da damit? Was mache ich mit Eisen? Gar nichts. Ach, das läuft da rein.
Allgemein halte ich mich vom Eisen fern. Ja, ich weiß, damit du sagen kannst, du, dein Problem. Mhm. Genauso wie er das im Stream auch macht. Ah, nicht. Wir bemitteln dich im Stream immer voll. Mhm. Du verstehst das nur immer ganz falsch. Ja, genau. Ich wusste es, nicht an mir. Genau. Ist ja schön, wenn du das einsiehst. Ja. Ich bin ewig schon verheiratet. Ich weiß, dass ich immer schuld bin. Ja. Wenn wir dann genug von den Förderbändern haben, können wir das wieder umdrehen, die Produktion auf Stahlrohre, gell? Ja. Wenn man es jetzt auch noch recht gesetzt hätte, dann würde es passen. So, das ist jetzt einmal beschäftigt. Jetzt können wir ganz gemütlich hier bauen und zwar... Nicht fast vergessen, die brauchen wir ja auch. 8 Draht, das ist aber jetzt nicht euer Ernst. Ah, hier können wir Draht mopsen. So, die Produktion hat eh 500 Draht auf Vorrat, gut. Hatte 500 Draht auf Vorrat. Jetzt nehmen wir. Sag mal, du hattest doch an dem Beton rumgeschraubt, ne? Ja. Hier unten kommt keiner an. Das heißt, hier unten kommt keiner ran. Naja, unten im Lager kommt keiner an. Aber das müssen wir doch mit Zeug ersticken. Och, da kommt immer wieder einer an. Zwei. Da kommt wieder einer. Warum so langsam? Ja, lass mich. Wahrscheinlich sind das noch die Enzo-Förderbänder, oder? Wirklich. Kann das hinkommen? Warte, wo ist mein. Ja, bei mir kommt der Beton auch ziemlich langsam rüber. Es könnte wahrscheinlich dran liegen. Gehen wir der Sache mal auf den Grund. Ja, gut, aber ich zwack dabei sogar nur von einer Konstruktionsstelle ab, ja? Also nicht einmal von beiden. Ich weiß, wir hatten zwei Herstellungsanlagen. Ja, zwei Herstellungsanlagen, beide noch mit Einserbändern. Von einer zwack ich ab. Die zweite sollte ganz direkt runtergehen. Das ist auf diesem Zwischendeck. Ja, genau. Und ist es nur nie aufgefallen, weil es immer voll war. Wenn ich mehr abkriege, wird es mich nicht stören, aber ich kann überleben notfalls auch mit dem. Das machen. Gut. Wartet in die... Da. Und da rein. In die Konstruktion von den industriellen Beams ran. Ja. Und da ist der Stahl schneller als der Beton, also so viel hat er gar nicht. Nicht schuld. Das regeln wir, kein Problem.
Könntest ja noch eine dritte hinstellen. Da die Dinger nicht voll laufen, gehe ich nicht davon aus, dass es notwendig ist. So, das sollte reichen. Das geht sich nicht aus mit dem Strom. Gut. Schieben. Ach, da braucht sich keiner auskennen. Hauptsache die Produkte kommen nachher raus. Steil, gut, du magst es doch nicht. Dann nehmen wir es einfach so. Geht das? Das würdest du nehmen, gut. Machst du das? Ja. Da kommt das da. Da auch das da. Danach. Die sind da, die sind da, die sind da. Die fehlen noch. Das ist okay. Möchte er nicht ein alternatives auch hat? Also ich brauche Platten, ich brauche Nägel und ich brauche Rohrer. Nägel wandern mal da rein. Als Produktion da rein. Jetzt laufen die Dinger wesentlich auf Volldampf. Was? Die Produktionsbeleitung. Okay. Da rein. Was sagt eigentlich der Zeiger? Der sagt, wir machen schon 38 Minuten. Kann gar nicht sein. Wir machen doch nur 25 Minuten Folgen, das weißt du doch. Ach so, ja. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Naja, vielleicht baue ich da noch ein bisschen weiter.